Haben Sie Ihre Nahrungsreserven schon aufgestockt? Worauf immer der Innenminister uns auch einstimmen möchte, so richtig positiv stimmen solche Informationen nicht. Wir hoffen, Sie lassen sich den Spaß im zurückgekehrten Sommer nicht vermiesen. Ich begrüße Sie hiermit bei der täglich aktuellen Nachrichtensendung im MEF. Herzlich willkommen zum Mekjournal am Mittwoch, den 24. August. Hallo, guten Abend und Glück auf! Wir bleiben bei den Festen in der Region. Am vergangenen Wochenende wurde in Wünschendorf das jährliche Sommerfest gefeiert. Was da so los war, haben wir mit der Kamera vor Ort eingefangen. In der vergangenen Woche bzw. vom 18. bis zum 21. August feierten die Wünschendorfer ihr 27. Dorffest. Mit der Einhaltung vieler Traditionen wurden diese Tage für alle Besucher und Beteiligten wieder einmal zu einem Erlebnis. Der Ortschaftsrat Johannes Schmidt geht explizit auf die diesjährigen Programmpunkte ein. Wir haben natürlich auch wieder neue Sachen mit dabei, wie zum Beispiel der Trödelmarkt, der dieses Jahr das erste Mal durchgeführt wird. Und hier gibt es sehr viele, die sich daran beteiligen. Natürlich sind auch viele Sachen, die wir jedes Jahr durchführen und das zur Tradition gehört, wie zum Beispiel Theater der Lippersdorfer oder die Tanzmädels aus Lippersdorf oder das Volleyballturnier. Und ein Höhepunkt ist sicherlich wieder, und das ist immer am Sonntag, das Oldtimer-Treffen der über 30, nicht Jährchen, sondern Fahrzeuge. Es ist für jeden etwas dabei, ein Kinderfest mit Schminken, mit Basteln und allen möglichen Fackelumzug. Es ist für die Eltern etwas, es ist Tanz für Jung und Alt. Ich denke, wer das schon mal miterlebt hat, der wird es wissen. Und wer nicht, der ist herzlich eingeladen, natürlich auch für das Jahr 2017. Auch die Verkäufer vom Trödelmarkt versucht mit viel Humor ihre Waren an den Mann zu bringen. Komm, grüß schön. Geht los. Warte ein bisschen. Ist der Schnee wieder weg? Du so weit bist, ist der Schnee wieder weg. So, auf geht's. Auf. Los. Bockmut. Ski heil, der Fichtelberg ist steil. Wünschendorf zum Dorffest am Sonntag. Schöne Tradition ist es geworden. Zum 6. Mal dieses Jahr unsere Ü30 Technikschau. Wieder von vielen Freunden, bekannten Gesichtern eingetroffen und die haben halt auch ihre Technik wieder gepflegt und rausgeholt. Da freuen wir uns, dass das Wetter mitspielt und wollen den Tag am Sonntag mit den Oldtimern und später dann noch Schützenverein mit dem Schießen ausklingen lassen. Und das Dorffest findet damit, denke ich, einen schönen Abschluss. Die Theatergruppe Lippsdorfer Äppelkriebse und auch der Schützenverein trugen zum Programm bei. Aber ihr habt doch meine Geschichten noch gar nicht gehört. Wollt ihr euch nur schon ranken lassen? Ich lasse mich doch nicht einhängen. So, das lasse ich mir doch nicht bieten, sowas. Nee, da bin ich sicher, dass ich besser werde. Ja, schön, dass ihr da seid, heute zum 24. Vogelschießen. Der Schützenverein macht jetzt schon seit vielen Jahren das Vogelschießen hier beim Dorffest. Der Sonntag ist immer der letzte Tag des Dorffestes, in dem wir das Vogelschießen austragen. Wir schießen jetzt schon seit ungefähr einer anderthalben Stunde. Ich denke, ein, zwei Stunden brauchen wir noch, bis wir den Schützenkönig ermittelt haben. Dann trinken wir einen richtigen und das ist immer so der krönende Abschluss des Dorffestes. Oh! Oh! Nicht viel. Oh!
Derzeit sind die Orte in dieser Region ja noch gut zu erreichen. Aber demnächst stehen einige Baumaßnahmen an, die wir hier für Sie zusammengefasst haben. Straßensperrung in Zöblitz. Voraussichtlich ab Montag, dem 29. August, beginnt der Straßenbau mit Erneuerung der Trinkwasserleitungen in der Serpentinsteinstraße in Zöblitz zwischen der Hausnummer 205a und Hausnummer 181. Die Baumaßnahme macht eine Vollsperrung erforderlich und dauert voraussichtlich bis zum 30. September an. Ebenfalls ab Montag, dem 29. August, müssen die Autofahrer im Sendegebiet einen weiteren Umweg in Kauf nehmen, wenn sie in Richtung Lengefeld unterwegs sind. Denn hier wird die Fahrbahndecke der S226 Obervorwerk ab dem Abzweig B101 bis zum Ortseingang Lengefeld umfangreich saniert. Die Arbeiten zur längst überfälligen Deckensanierung dauern voraussichtlich 4 Wochen an. Eine Umleitung erfolgt über die B101 und Pockau. Gesperrt, aber nur für den vergangenen Sonntag, war auch die Ortsdurchfahrt von Gornau. Und das aus einem guten Grund. Im Rahmen des Schul- und Heimatfestes gab es dort einen Festumzug, den wir uns auch, bevor er sich in Bewegung gesetzt hat, angeschaut haben. An die Geschichte der letzten Jahrhunderte sollte der Festumzug in Gornau am vergangenen Sonntag erinnern. Das tat er auch. Organisiert von den Einwohnern selbst sind 15 Bilder zusammengekommen, die wiederum verschiedenste Bestandteile umfassten. Bevor sich der Tross von der Waldkirchner Straße aus in Richtung Ortszentrum in Bewegung setzte, haben wir uns beim Stellen umgesehen, was alles so gestaltet wurde. Ja, genau. Das sind die 3 schwarz gekleideten Personen, das ist die Pest. Das hier ist 30 Jahre schon Krieg, dann kommt dann noch 2 mit der Lanze. Und das hier, das ist ein Bauer mit der Gabel, mit einem einfachen Werkzeug, aber hier kann man tatkräftig stechen. Ja, und dann kommen noch das Holzfuhrwerk, das, was hier, Holzkohlepflichtig wurde. Ja, und dann kommen noch die Reiter von 30 Jahren Krieg. Und dann noch hier, ne, das Wasser noch. Die Gummiwaren mit Schmelzofen kommt dann noch zu uns. Da gibt es ja schon erste Reparaturen und der Umzug ist noch gar nicht losgegangen. Das ist einfach hier mit der alten Technik. Du. Ja. Ich wäre das neueste Modell. Aha. Und die hat schon so lange überlebt. Damit man mich erkennt, habe ich auf dem Rücken eine Nummer. Ah. Und dann können mich alle sehen und wissen dann, wo sie stehen. Aber zum Umzug selber wird es ausgezogen? Zum Umzug selber wird es ausgezogen, selbstverständlich. Was ist das für ein Bild? Die Kleidung des Jahrhunderts. Das ist Gornau um 1800. Dort fährt die Postkutsche Pleiser. Das Zollhaus, die Napoleonischen Kriege, da kommen die Grenadiere von Wolkenstein, die Besiedlung oder der Bezug des Armenhauses und Kleidung des Jahrhunderts, die Epoche Rokoko, stellen wir dann dar. Haben Sie den Konsum gut vorbereitet? Ja, ich habe bloß mein Diensthäubchen noch nicht auf. Das wird dann aber noch? Das wird noch. Das wird noch. Das sieht dann so aus. Ich habe keinen Spiegel dabei, im Werk gefilmt. Bergbau und Hüttengeschichte gehörten genauso zum Umzug wie die Feuerwehr, die einen wesentlichen Punkt in der Geschichte des Ortes darstellt. Madeleine Brunnel gehörte zu den Organisatoren des Ganzen. Auch sie gab kurz einige Informationen. Ich habe den ja zusammengestellt nach der Geschichte des Ortes. Die ganzen Vereine sind dabei. Wir haben den Umzug diesmal ein bisschen anders zusammengestellt, also nicht von der Geschichte von ganz vorne bis in die Neuzeit, sondern haben die Bilder thematisch gestaffelt nach Entwicklung Schulwesen, Entwicklung Feuerwehr und beginnen natürlich mit den schönen Sachen und haben immer das Kleidung des Jahrhunderts mit reingenommen. Gerade sagen, weil die Kleidung hat nichts mit Schulwesen zu tun. Nein, meine Kleidung hat was damit zu tun, dass ich in 31er fortfahre und im Umzug dann mit dabei bin. Die Fußballer gehören natürlich zum Festumzug. Gerne, oder? Definitiv, wirklich. Das Wichtigste der Stadt überhaupt, das Dorf ist der Stadt, mit der Stadt. Ihr seid ja alle erfolgreich, oder? Ja. Und deshalb, stehen die Damen ja ein bisschen über euch, oder? Ja. Aber die Erfolgreichsten stehen ja hier auf der, von hier aus rechten Seite. Alles klar. Mitch! Hello! Mitch! Hello! Das kann gut sein. Sag mal, ihr gehört zum Umzug richtig dazu, oder? Ohne uns geht's leider nicht. Ach so, warum? Ja, ich denke, der Traktor, der Wagen, unsere gute Stimmung, das schöne Wetter, das spricht für sich. Warte, ich lasse ihn reden, warte, Moment. Ja. Strom drauf.
Ist sogar Strom dran. Du die funktioniert wohl sogar. Selbstverständlich funktioniert die. Ihr macht beim Umzug mit, warum? Ja, weil es Spaß macht, weil wir zum Gurnau gehören und weil wir ja, schon jahrelang das machen. Seit 75. Wir sind Teil von dem Bild Landwirtschaft im Wandel, haben einen Fluch hinten dran, ja, und zeigen halt, wie die Landwirtschaft früher betrieben wurde. Pünktlich 14 Uhr ging es schließlich los und der Umzug startete durch den Ort. Von der Besiedlung Ende des 12. Jahrhunderts über den 30-jährigen Krieg und die Pestzeit bis hin in die DDR und Neuzeit. Liebevoll haben die Teilnehmer sich um die Darstellung der Geschichte ihres Heimatortes bemüht. Gurnau hat gefeiert. Mit einem Festumzug wurden die Feierlichkeiten am vergangenen Sonntag zu Ende gebracht. Und wie hat es den Festbesuchern gefallen? Sehr schön, super. Ganz toll, wahnsinnig toll, fast anstrengend. Sehr schön, sehr spitze. Im nun folgenden Polizeireport erfahren Sie, was auf den Straßen los war und wo auch Sie helfen können. Großrückerswalde. Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Vermissten. Seit Samstag, dem 13. August, wird Mike T. vermisst. Der 38-Jährige hatte an diesem Tag zwischen 13 und 16 Uhr eine medizinische Einrichtung verlassen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Er ist ca. 1,70 Meter groß, schlank und hat einen schleppenden Gang. Sein blondes, glattes Haar ist kurz geschnitten, zudem hat er Geheimratsecken. Bekleidet war Mike T. an jenem Samstag mit einem orangefarbenen T-Shirt mit weißer Aufschrift, blauen Jeans und dunkelblauen Schuhen der Marke Adidas. Da sich der Mann in einer hilflosen Lage befinden könnte, bittet die Polizei in Marienberg mit der Bildveröffentlichung um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten. Wer hat ihn seit dem 13. August gesehen oder kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03735 6060 bei der Polizei in Marienberg zu melden. Olbernhau, Parkplatz Rempler, Zeugen gesucht. Am 22. August parkte zwischen 12 und 12.35 Uhr ein Nissan Qashqai auf dem Parkplatz des Netto-Einkaufsmarktes in der Blumenauer Straße. Während dieser Zeit stieß ein bisher unbekanntes Fahrzeug gegen den Nissan und verursachte an diesem einen Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang bzw. zum unbekannten Unfallverursacher machen können. Unter der Telefonnummer 03735 6060 werden Hinweise im Polizeirevier Marienberg entgegengenommen. Gelenau, Garten und Elektrogeräte erbeutet. In der Zeit von Montag gegen 18.30 Uhr bis Dienstag gegen 13.30 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in zwei Schuppen und einen Bungalow in der August-Bebel-Straße ein. Gestohlen wurden unter anderem eine Bohrmaschine, eine Kettensäge und ein Rasenmäher. Der Gesamtschaden wurde mit rund 4.000 Euro angegeben. Am Donnerstag sollten Sie in Forchheim mit der richtigen Geschwindigkeit fahren. Dort wird auf der Hauptstraße geblitzt. Darüber hinaus verstecken sich auch wieder die Kontrolleure im Auftrag des Landratsamtes an den üblichen und bekannten Stellen. Deshalb Augen auf und Fuß vom Gas. Dass der Sommer zurückgekommen ist, haben hoffentlich heute alle gemerkt. Ob das so bleibt, zeigen wir Ihnen hier. Heute Abend und in der Nacht zeigt sich der Himmel leicht bewölkt und vor allem trocken. Das Regenrisiko liegt bei rund 10%. Die Temperaturen sind recht angenehm und laden zum Draußensitzen ein. Aber bitte erst nach dieser Sendung. In Olbernhau pegelt sich das Quecksilber bei 15 bis 19 Grad ein. In Marienberg werden es 16 bis 18 Grad und in Zschopau zeigen die Thermometer höchstens 16 bis 20 Grad. Der Wind weht gering mit um die 7 Kilometer pro Stunde aus Südosten. Der Donnerstag hält für uns einen leicht bewölkten Himmel bereit. Bei bis zu 14 Sonnenstunden bleibt das Risiko bei 10%. Die Temperaturen bleiben hochsommerlich,
In Dörnthal werden zwischen 24 und 29 Grad. In Olbernhaut zeigen die Thermometer 23 bis 27 Grad und die Dittersdorfer können sich über 25 bis 29 Grad freuen. Der leichte Wind weht mit 10 km/h weiterhin aus Südosten. Zum Wochenende hin bleibt das Wetter so schön. Bei leichter Bewölkung zeigt sich die Sonne bis zu 14 Stunden am Freitag. Das Quecksilber steigt auf 22 bis 30 Grad. Der Wind weht weiterhin aus südöstlichen Richtungen. Das ändert sich auch am Sonnabend nicht. Bis zu 14 Sonnenstunden bleiben es. Es wird ein warmer Sommertag bei Temperaturen zwischen 24 und 29 Grad. Die Freibäder und Stadtfeste können davon hoffentlich profitieren. Liebe Zuschauer, das war Megional am Mittwoch. Vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren. Mit den Nachrichten für unsere Region sind wir auch am Donnerstag wieder für Sie da. Tschüss, bis morgen.